Ja, ich habe so ein Hochwasser in dieser Schnelligkeit so noch nicht erlebt. Wir hatten viel mit Hochwasser hier zu tun. Immer wieder 10 oder 15 oder 20 Jahre dazwischen. Und, aber so wie heute jetzt hier, das ist schon eine Hausnummer. Also Schaden, ja, das kann ich so noch nicht abschätzen. Also wir haben viele Reinigungsarbeiten, das kommt auf uns zu. Ja, der Schaden bleibt eigentlich gering. Wir hatten kein Wasser im Haus. Wir hatten seit heute Mittag Alarm hier an der Prüm, da der Stausee abgelassen wurde in Biersdorf. Alle Campingplätze wurden evakuiert, die Bürger wurden vorgewarnt, Sandsäcke wurden verteilt. Die Feuerwehren haben in allen Einsatzabschnitten ihre Arbeit getan. Und es scheint so, dass wir Glück gehabt haben, der Pegel sinkt. Und wir werden das Jahrhunderthochwasser von 2003 zumindest hier in den Bereichen Pfäffingen, Holstum, Pümzerlei und Irrel nicht erreichen. Und ich denke mal, in ein, zwei Stunden auch die Aktion beenden können. Wir sind hier in der Mühle in Holstum. Wir hatten hier folgendes Problem mit dem Schuppen, den man dann sieht. Befindet sich ein 8000 Liter Heizöltank, der zur Hälfte gefüllt ist, also mit 4000 Liter Heizöl. Und dieser Tank drohte durch das Hochwasser wegzuschwimmen. Wir mussten dann improvisieren und haben mit einem Traktor, mit einer Seilwinde, mit einer Forstseilwinde es geschafft, den Tank zu sichern, so dass er nicht wegschwimmen konnte.